Meine Freunde, es ist wieder so verheilt. Es ist über ein Jahr her. Ich habe die MW2-Kampagne geletsplayt und es hat mir wirklich, wirklich viel Spaß gemacht. Aus diesem Grund, meine Damen und Herren, spielen wir auch diese wieder durch. Heute Morgen, ich wurde noch nicht gespoilert, heute Morgen habe ich ganz kurz nach dem Aufstehen einmal ganz kurz TikTok geöffnet und habe direkt gesehen, irgendwie sind die Leute nicht so happy. Ich lasse mich davon nicht entmutigen. Wir gehen direkt rein. Ich habe richtig Bock. Es ist der 3.11. um 8.59 Uhr. Ich bin seit 7 Uhr hier. Seit 7.30 Uhr. 7.45 Uhr, irgendwie so. Und habe versucht, dieses Spiel zum Laufen zu bringen. Es ist gar nicht so einfach, stellt sich heraus. Wir werden die gesamte Kampagne auf diesem Kanal hier durchspielen. Ich bin sehr gespannt, wie viele Parts wir bekommen werden. Letztes Mal waren es so 8 oder so. Ja, let's fucking see. Bisher weiß ich von MW3 literally gar nichts, außer dass im Multiplayer die alten Maps quasi wieder da sind. I don't fucking know. Wir gehen jetzt in die Kampagne rein. Ich freue mich sehr, dass wir das wieder zusammen machen. Und ich hab komplett Bock. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Wir gehen rein. Und wenn ihr neu seid... Oh, wir machen mal so, warte. Ja, verstehe ich. Wir spielen mal auf Soldat. Oder auf Söldner. Können ein bisschen schwieriger spielen. Wir spielen auf Soldat. So, Freunde. Falls ihr neu seid, würde ich mich mega freuen, ne? Wenn ihr den Kanal abonniert. Wäre arschgeil. Würde mich mega freuen. As I said. Dankeschön. So. Sind wir in einem U-Boot? Wir scheinen zumindest in einem U-Boot zu sein. Blob. Alter, diese kleinen Schraubendinger, mit denen man so durchs Wasser fahren kann. Lel. Alpha Team. Ich weiß gar nicht, was war denn bei der letzten Kampagne nochmal, die wir gespielt haben? Da waren wir, glaube ich... Ist das nicht diese... An alle Teams, Ziel im Blick, Phase 1 abgeschlossen. Bestätigt, sind bereit. Roger, gehen zu Phase 2 über. Ist das nicht diese Festung aus Warzone? I'm not sure. Modern Warfare 3. Also, ich bin halt super skeptisch, ne? Bin ich early. Einfach nur, weil, zusammenbleiben. Verstanden. Ja, einfach nur, weil basically das gesamte Spiel gar nicht stattfinden sollte ursprünglich. Soweit ich weiß. Die wollten ja eigentlich ein Jahr Pause machen oder so. Und haben dann im letzten Moment gesagt so, yo, wir machen doch was hier. MW3. So, abstürzen. Alright. Wir spielen auf der PS5. Oh. Oh, schön. Wir spielen auf der PS5. Und jetzt hoch. Ich bin mal gespannt. Alright. Moin. Oh, schön die Brust. Ciao. Es wird wieder eiskalt gemordet. Ja, ja, das... Das ist doch diese... Charlie steht bereit. Nachtsicht an, IR-Signal. Ups. Oh, man muss... Das Ding ist, ich habe privat bei mir zu Hause eingestellt, dass ich auf R1 und L1... Warte mal, wie waren das nochmal? Ziele. Alpha. Hä? Wo war mein Menü hin? Controller. Polished Game. Gut, wir reden nicht drüber. Warte mal, ich kann nicht mal meine Steuerung richtig einstellen, aber...
70 Euro, meine Damen und Herren. Okay, wisst ihr was? Wir kriegen das hin. Wir spielen es jetzt trotzdem. Nachtsichtgerät? Alright, das funktioniert mal. Bestätigt. In Position. Okay. Hier ist Ivan. Wer ist denn hier dabei? Rock, Ivan. Rock, Ivan. Und da sind zwei Brees, ne? Bravo kommt rein. Haben wir? Oh, lol. Moin. Wer ist denn das da vorne? Gibson und Davidson. Und Ross. Okay. Alle Teams. Bravo. Gehen wir runter? Rücken vor. Alpha, gehen wir runter? Bereit? Wir gehen jetzt zumindest erstmal auf das Gerüst hier. Grünes Licht für Phase 2. Bestätigt. Okay. Aber das ist doch diese Warzone Location, oder? Ich habe ja nicht viel Warzone in meinem Leben gespielt, immerhin. Aber es wirkt zumindest so. Okay. Alpha 1 geht rein. Sicher. Gehen die Treppe runter, Südseite. Right. An alle Schützen. Feind startet einen Kampfhubschrauber. Oh, guck mal, da sind sie. Alles klar, sind gewarnt. Nachtsicht aus. Bewegen sich aus. Sieht aus wie ein Gefangenentransport. Nicht unser Mann. Wir haben auf jeden Fall ein paar Gefangene. Wir warten, bis Charlie das Feuer. Überall Gegner. Dann zu Luca auf dem Hof, um nach drinnen zu gehen. Hier warten. Okay. Also wir warten jetzt, bis Charlie schießt. An alle Teams. Alpha ist in Position. Alpha ist in Position. Bravo bereit. Ladung scharf. Charlie ist bereit. Okay, Charlie auch ready. Bereit halten. 3, 2, 1, los geht's. Ciao. Wir schlucken ihn. Ciao. Oh, ich muss doch erstmal wieder mit Controller klarkommen, ne? Für die, die es nicht wussten, ich bin ja früher. Oh Mann, ich benutze halt privat die ganze Zeit die Taktiksteuerung, ne? Oh lol. Oben dead. Er tot. Oh fuck, habe ich gerade mein Mate erschossen? Nee, Rook lebt. Was wollte ich sagen? Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Achso. Ich spiele ja, privat spiele ich immer auf PlayStation. Also, zumindest hier so Story Games und so ein Shit. Spiele ich sehr eigentlich immer nur auf PlayStation. Und... ach, hier rein. Und vor allem COD habe ich, als ich noch ein junger Bub war... Oh, Ivan hat's zerrissen. Ist Ivan tot? Ach nee, Ivan lebt? Hä, der hat doch voll kassiert. Okay, wir sind unten drin. Okay, beim Luftschacht. Wir gehen rein. Also man wird auf jeden Fall in die Story reingeworfen, würde ich behaupten. Ich habe zumindest keine Ahnung, worum es gerade geht. Also, so gar nicht. An alle Teams, lassen wir es krachen. Bravo, Stecker ziehen. Ey, lassen wir es krachen, Bro. Oh, damn. Blackout in 3, 2, 1, ausführen. Oh, damn. Es ist dunkel. An alle Teams, Bravo hat die Schlüssel bestätigt. Gehen wir runter? Auf die Waffen schießen. Insassen als Deckung nutzen, sobald der Aufstand losgeht. Okay, die Wachen dürfen wir ausschalten. Wie kommt man runter? Okay, so. Stopp. Oben bleiben. Schalte diese Handlampen aus. Okay, wir dürfen nur die Wachen ausschalten. Die Gefangenen sind Deckung. Wachsam bleiben. Die Wachen wissen, wo wir sind. Bravo. Keine Blöcke auf jeden Fall. Okay, die haben wir auch. Ich clear jetzt einfach die ganzen Etagen hier, würde ich sagen, oder? Kontakt. Noch mehr, ciao. Von wo noch? Ah, hier, lol. Ciao. Ciao. Sicher. Hinter uns nichts, oder? Nee. Okay, hier ist clear. Oh, lol. Hier ist noch einer. Ciao. Alpha 1 hat. Alright. 55 T-Wert. Bestätigt. Alpha rückt unter Geschoss X4 vor. Junge, die hat's aber komplett zerrissen hier, ne? Die sind auf jeden Fall ängstlich.
Was geht, Leute? Hi, wir befreien euch. Wo kommt die Matratze her? Leute, nicht auf uns werfen, bitte. Werfen einfach so ein paar. Ah, die kann ich ja auch ein bisschen... Alles gut. Nein, 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 nein. Wollen wir gar nicht machen. Alright. Okay, die sind halt legit einfach in ihren Tod reingelaufen. Ich hab halt... Ich weiß halt bisher gar nicht, wer ich bin. Ich glaube, letztes Mal hatte man einen ganz guten Eindruck bei der letzten Kampagne, die wir letztes Jahr gespielt haben auf dem Kanal. Letztes Jahr hatten wir einen ganz guten Eindruck davon, wer wir sind, oder? Ist hier was? Nee. Hi. Hi, Rook. Dann knacken. Ja, ich knack ja schon auf. Mein Gott. So, zack. Boom. Ladung bereit. Let's go. Ich weiß halt nicht, wie man von sowas immer nicht sterben kann, ne? Oh, Cutscene. Ich will die Story hören. Alpha beim Ziel. Bereithalten. 672. Fackel! Treten Sie ins Licht. Kennt man den? Wie viel Zeit ist vergangen, Ivan? Alle Stationen bestätige 627. Verstanden. Öffne 627. Kennt man den? Ich habe das Gefühl, den kennt man. Dein Plan war perfekt. Pläne. Gefangener 672. Müssen umgesetzt werden. Das ist der erste Anfang. Das ist erst der Anfang. Alle Teams, wir haben ihn. Abrücken in 30. Es ist mir eine große Ehre. Kommandant Makarov. Oh! 6 Jahre. 22 Tage. Kommandant Makarov? Bruder. War das nicht der von MW2, von dem ganz Alten? Schön, euch beide zu sehen. Dich Makarov. Auch. Was du von hier aus erreicht hast? Das ist erst die Spitze des Eisbergs. An alle Stationen, hier ist euer Kommandant Wladimir Makarov, Rufzeichen Zar 9-0 und ich übernehme weiter mit Phase 3. Yo! Folgt mir. Das ist so, der ist, glaube ich, aus den ganz alten MW2-Teilen oder MW3-Teilen. Und ich glaube, das war einer von den Dudes, der in dem ganz alten MW2-Teil mit diesem Flughafen da... Oder? Ey, schreib das schreibt mal gerne in die Kommentare. Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher, wer er ist. Zumindest jetzt gerade nicht. Okay. Ich werf erstmal... Ich werf halt die ganze Zeit aus Versehen Smokes. Das ist so geil. Ciao. Er lebt noch. Hammer. Geh durch. Gibt's hier Waffen? Ausrüsten und dann los. Oh, nehme ich die Shotgun mit? Let's go. Oh mein Gott. Nee, 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 nee. Die MGs. Schnell 2-1. Schnapp dir, was du brauchst. Na, ist hier jemand? Moin. Oh mein Gott, Alter. Boom. Noch einer? Oh, eine Schrotflinte ist schon geil. Oh Mann. Ciao. Okay, noch jemand? Ciao. Alter, der fliegt doch einfach durch die Hälfte des Raumes. Rücken zur Exfiltration vor. Zack. Ja, das, wie gesagt, gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich habe gerade keine Ahnung. Bereit für Exfilt. Kommen. Alle Stationen oben Ich glaube, ich kenne den. Ich habe verstanden. Ich glaube zumindest. Die Wachen setzen Bravo oben zu. Wir müssen noch warten. Gleich treffen Gefangene ein. Das lenkt die Wachen ab. Okay. Das ist die Chance. Warte. Makarov. Er sieht aber irgendwie lieb aus. Andrei. Ich. Wer macht hier im Gulag? Ich bin Andrei. Die Wachen? Oder Insassen? Ich bin Andrei. Wer hat die Macht? Was meinst du, Bratok? Ich glaube, die Insassen? Die Insassen. Ja, Andrei. Daher sind Waffen nötig. Ich glaube, es war richtig.
Ich glaube, es war richtig. Lass deine Taten für dich sprechen, folg mir. Okay. Vielleicht, was ich mir vorstellen kann, Leute, ich bin mir gerade nicht sicher. Oh, das war bitter. Aber was ich mir gerade vorstellen kann, Leute, ist, dass wir vielleicht durch unsere Mates. Oh mein Gott. Dass wir vielleicht gerade ein. Oh, sorry, Rook! Dass wir vielleicht gerade die Truppe hier infiltriert haben, maybe. You know? Das kann ich mir vorstellen. Doch, so, es geht ja richtig rund hier. Wo sollen wir denn hin? Ivan! Ivan, wohin? Oh, schön. Ich kann halt gerade die Leute nicht auseinanderhalten, ne? Oh, sorry, Makarov. Und der kämpft auch hier gegen eine Wache. Nice, down. Das heißt, wir clearen hier jetzt einfach basically. Wir clearen hier einfach den Hof. Andere Frage: Warum kriege ich keinen Damage von denen? Die sind ja überall. Okay, ich habe keine Muni mehr. Ciao. Noch jemand? Okay, ciao. Ich glaube, ich nehme mal hier das MG mit. Boom. Schön. Ist hier Makarov? Makarov? Alle Einheiten in den Tunnel, schnell! In den Tunnel? Hier rein? Wo ist denn Makarov? Makarov einfach gone. Er ist halt legit einfach weg. Achso, die sind schon hier vorne. Ich mache ganz kurz Pause. Ich mache einmal die Klima aus. Nicht, dass ihr die ganze Zeit hört. Das wollen wir ja natürlich nicht, ne? Wir wollen ja nicht, dass ihr hier die ganze Zeit die Klima hört. Oh, jetzt ist hier mein Kabel. Uppala. Ja, das passiert mir auch andauernd, ne? Dass die scheiß Kabel in den Rollen sind. Charlie, wir sind gleich bei dir. Oh, damn. Ich schieße einfach mal auf. Alles gut, alles gut. Bin nur leicht verletzt. Okay, hier kommen ein paar von den Insassen noch. Der wird doch gleich safe komplett zerfetzt, oder? Der war schon so gut positioniert da oben, Alter. Der saß da richtig schön in der Ecke. Kein Wunder, oh mein Gott, dass den zerrissen hat. Sollen wir jetzt hier ins Wasser springen, oder? Ah, hier ist eine Klippe. Ah, also ich dachte jetzt eher, wir ziehen einen Fallschirm. Als alles andere. Okay. Boot. Okay, mal kauf es raus. Kletter hoch, mein Schatz. Ich bin Andrei. Andrei. Alright. Abfahrt. Also so viel versteht man auf jeden Fall noch nicht von der Story. Okay. Krass. Also schöner Prison Break auf jeden Fall. Aus dem Gulag. Ja, ich bin gespannt, wo es uns hinführt. Bin ich early. Absprung in 30 Sekunden. Ist das Price? Ghost? Da sind sie, meine Jungs. Price, Ghost. Last Will. Die kenne ich ja vom letzten Mal noch. God bless. Sag das nochmal. Makarov ist frei. Er ist aktiv, John. Shit. Abbruch. Wir kehren um. Dreh den Vogel um. Shit. Ja, ich glaube, Makarov ist einer von den krassen. Von den krassen Gegnern. Also, der war, glaube ich, bei MW2, bei MW3 so der leitende Bree.
Makarov gilt als geschickter Stratege und rücksichtsloser Gegner, der keine Gnade kennt. Der für seine Ziele wortwörtlich über Leichen geht. Ich melde mich, wenn die Fracht in meinem. Ah, die kenne ich auch noch. Fahrer. Wie sieht das aus? Soweit. Das verändert alles. Hoffentlich brauchen wir sie nie. Den Perimeter sichern. Bleib am Funk. Sicher doch. Alex und Fahrer. Die kennen wir ja noch vom letzten Mal. Ist jetzt ein Jahr her, aber ich erinnere mich an deren Gesichter. Deine Mutter. Yalla. Okay. Sehr gut. Farah. Farah. Ana machasne, bas. Ulili. Hal hawiya akid kteer mhemme. Akid. Ba'd kel hasnin sart Uzbekistan selme. Ehna am naish hayatna. Ich glaube, wir haben letztes Mal deren Land befreit. Amli kel shi bujahdik. Ndal hek. Ehna kelna ma'ak. Eh, ki. Ich bin gespannt. حويتك موجودة. دينا! Ach du Scheiße. Ach du heilige Scheiße. What? Das war legit klar, das letzte, womit ich gerechnet hatte. Ja, RIP, Alter. Fuck. Wer sind die alle? Oh fuck, ich hab nur Messer. Das war eine Falle. Dina ist tot. Ich geh hier hoch. Ich geh hier aufs Dach. Ich weiß nicht warum. Aber ich tu's. So, da bin ich. Oh, Bohrmaschine. Ah, hier stehen auf jeden Fall ein paar Prees. Kann ich hier wieder runter? Warum bin ich denn jetzt hier oben? Es bringt doch gar nichts hier. Na gut, dann gehe ich jetzt wieder runter. Alles gut. Okay, ich check mir, glaube ich, von hier vorne eine Waffe. Ja, das ist halt bitter jetzt, ne? Fuck, Alter. Hier sind auf jeden Fall Brees mit Waffen. Oh, damn. Wo muss ich hin? Da vorne? Die haben dich wohl gefunden. Nein, haben sie nicht. Ich habe eine Panzerplatte. Ich kann Panzerplatten jetzt hier wie in Warzone so mir reinstecken. Das ist ja legit einfach nur Warzone. Einfach straight up von Warzone übernommen in die Kampagne. Niemand. Niemand hat mich erkannt. Nicht eine Person. Da vorne ist jemand. Okay. Wir gehen hier einfach mal sneaky durch, würde ich sagen. Vorne blinkt's. Okay. Oh, damn. Den könnten wir vielleicht... die Waffenlieferung angreifen. Ja, soll ich vielleicht erstmal nach da vorne gehen? Wahrscheinlich schon, oder? Komm, wir gehen hier erstmal hin. Ich bin am Container. Okay. Oh. Okay, das nehme ich mir mit. Fucking let's go. Fallschirm. Ich lasse nicht zu, dass Conny diese Rakete steht. Nevermind. Keinen Preis. Holy shit. Okay, wir haben einmal Schalldämpfer auf jeden Fall. Auf meinem Schiff sind GPS-Sender. Bringen Sie an den Raketen an, dann verlieren wir sie nicht. Ich muss noch die Container finden. Okay. Dina würde wissen, wo sie sind. Hier ist noch eine Waffe. Die Wachtlisten sollten im Büro der Hafenmeisterei sein. Der Turm. Bestätigt. Verstanden. Was haben wir mit der Drohne? Können wir die einsetzen? Mit einer Drohne kundschaften. Guter Fund. Okay, machen wir. Okay. Okay, Thermal machen wir an. Wir steigen.
Oh, hier sind Brees. Überall. Kann man die markieren? Ach so, markieren wir die. Okay. Wir halten erstmal einfach drauf. Da hinten ist noch einer. Oh, Alter, hier ist ja einiges. Feindliche Schüsse. Sehen die meine Drohne? Ja, ich glaube, die sehen meine Drohne. Ich glaube, die finden das gar nicht so witzig, dass ich jetzt hier rumfliege. Na komm. Und meine Batterie ist gleich aus. Und hier drin sind halt richtig viele, ne? So, jetzt habe ich die alle markiert. Sie suchen nach dir. Wieso? Okay. Sie suchen auf jeden Fall jetzt. Ich habe überall so Warzone-Kisten jetzt. Okay, ich könnte nochmal hier so eine Drohne machen. Okay, warte. Da könnte ich jetzt natürlich hier hinten ordentlich Wumms drauf machen, ne? Warte mal. Detonieren R1. Ich flieg hier einfach mal so hin. Moin. Aber die wissen doch jetzt nicht, dass ich hier bin. Da haben die auch keine Ahnung von. Und wenn doch, wäre das bescheuert. Okay, wir haben hier Thermal. Conny JLTV im Einsatzgebiet. Okay, hier sieht's clean aus. Achtung, Conny ist in Alarmbereitschaft. Sie kommt zu dir. Nein, 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 hier kommt niemand. Niemand wird kommen. Wieso wissen die das denn? Ich hatte doch Schalldämpfer und alles. Okay. Reifen ist warm. Ja, mein Gott. Okay. Oh mein Gott. Ich höre hier vorne noch wen. Sieht wie eine Moskitodrohne aus. Genau das. Oh, die verfolgen mich jetzt halt hardcore. Warum wissen die denn jetzt so genau, wo ich bin? Na komm, Peek. Tot. Oh, der hinter mir. Hammer. Gut ausgeschaltet, Kilo. Right. Geh mal hier rüber. Oh, hier ist auch was. Warum sind die denn nicht so viele Waffen in Containern, Digga? Mashallah. Okay, ich platziere mal hier, ich hau mal die Drohne hier raus. Oh lol, und die fliegt jetzt einfach so rum und... Das ist ja der Hammer. Und die fliegt jetzt hier einfach rum, oder was? Ich fühle mich aber, muss ich ehrlich gesagt sagen, ich fühle mich ein bisschen wie in so einer Warzone-Lobby gerade. Ich fühle mich jetzt gerade nicht so doll... Wie in einer Kampagne. Also ich loote ja hier irgendwelche... Ich loote ja hier gerade so die Gebäude und alles. Das GPS ist unsere Versicherung. Verstanden, Graves. Nicht aufgeben, nicht kapitulieren. Wie gesagt, Fahrer, dein Stil gefällt mir. Na? Okay, wir gehen zu dem Fragezeichen hier vorne. Hier war ja einiges los. Der Feind hat ihn besetzt. Hammer. Hier war noch einer. Oh, sie wissen nicht mehr, wo ich bin. Jetzt wissen sie wieder, wo ich bin. Ich mache jetzt erstmal eine Nuklear hier in der Multiplayer-Lobby. Zack. Die gehen hier hoch. Oh lol, was haben sie denn hier gemacht? Im Turm. Ich glaube, sie haben wirklich keine Ahnung mehr, wo ich bin gerade. Pass bloß auf, die alarmieren den ganzen Hafen. Nein, jetzt chill doch mal. Hier ist nix. Kann man hier irgendwas finden, vielleicht? Ist so ein Auto? Ist irgend so ein Büroraum? Nicht, dass sie jetzt hier gleich hier hochgestürmt kommen. Ja, ich bin doch schon drin. Entspann dich. Hier ist eine Treppe. Zweiter Stock, sagt er. Okay, wir chillen. Suche in der zweiten Etage nach Dinas Büro. Fang mit dem Schreibtisch an. Das sollte die Liste sein. Bin ich jetzt in der ersten Etage? Wer kann sie für dich verfolgen? Ich habe Kontakte, die mir helfen können. Warum sind die nicht so viele Hülsen? Das ist eine geheime Lieferung. Ohne Zweifel. Verstanden. Selbstreanimierung? Wieso findet man jetzt so viele Multiplayer-Items hier? Okay, hier ist nix. Die Hälfte der Toten sind Dinas Arbeiter.
Uruzistan war frei von solcher Gewalt. Conny, such auf dem Schreibtisch, die Liste könnte dort sein. Ist hier ein Schreibtisch? Nee, so Haus, so Wirtschaftsraum. Ist immer noch oben. Kann das sein? Oder hier vielleicht? Nee, hier sieht's gut aus. Ist hier was? Okay. Manifest nehmen. Zack. Die Frachtliste ist hier. Einen habe ich. Ausgezeichnet. Das ist so eine Riesenkiste. Ja, die tun. Das ist so. Hä? Warum habe ich jetzt hier. Warum habe ich jetzt so ein MG hier am Start, Alter? Warum liegt das in so einem random Office einfach rum? Was? Hier kann ich meine Ausrüstung wechseln? Bearbeiten. What? Kann ich einfach irgendwelche Waffen hier rausholen? Warum ist das so? Okay. Oh ja, hier unten sind Brees. Okay. Alles gut. Ich zerstöre die einfach. Oh mein Gott, das MG klingt aber absolut powerful, ey. Oh, hoppala. Okay, den hat zerrissen. Ich könnte noch eine... Eine könnte ich noch nach oben gehen. Zumindest war es so. Oh mein Gott. Ja, ja, die pushen mich hier richtig. Aber die haben mich damit gerechnet, dass ich hier Multiplayer-Moves plötzlich mache. Ist hier jemand? Ach, hier kommen wir aufs Dach. Oder Dachboden? Nee, Dach. Alright. Oh, Sniper-Chance. Oh, ciao. Okay, Sniper haben wir. Oh mein Gott, ist der weggeflogen. Okay. Die haben ja einfach auch alles umgebracht, ne? Das ist ja schrecklich, ey. Lebt hier überhaupt noch irgendwas? Habe ich einen Fallschirm? Ich habe doch einen Fallschirm aufgehoben, oder? Ja. Hätte mich jetzt aber auch... Oh! Oh! Oh, hoppala! Oh mein Gott! Negativ. Okay, da vorne sind auf jeden Fall Gegner. Aber die hinter mir glaube ich auch. Da vorne ist irgendwas explodiert. Sender sind unsere einzige Chance. Hier war doch jemand, oder? Geh zum Schiff und such sie. Hat mich nicht von hier eben jemand entdeckt? Nee. Okay, warte mal. Dann snipe ich jetzt. Pass auf, nee, ich push lieber ran. Mit meiner gesilenced MP. Ich versuche jetzt ein paar Headshots zu verteilen. Alles gut. Okay, wir gehen jetzt auf Headshots, ja? Feinde auf dem Boot. Ganz entspannt. Guter Angriff, Fahrer. Habe ich. Ich glaube, das war zu spät. Das war, glaube ich, tatsächlich zu spät. Headshot. Oh, damn, die habe ich gar nicht gesehen. Habe ich. Ich glaube tatsächlich, Leute. Ich glaube tatsächlich, ich schraube gleich mal die... Ich glaube, ich schraube gleich mal die Schwierigkeit an auf Söldner. Damit ich ein bisschen vorsichtiger spielen kann, muss, will. Ich komme hier nicht aufs Schiff. Doch, hier. Zack. Wahrscheinlich einer in der Nähe. Okay. Ich bin auf dem Schiff. Die Sender sollten im Kontroll... Kann ich hier nicht Schwierigkeit ändern? Ja. Auf der Brücke okay. Sein. Jetzt ist Söldner. Okay, komm. Oh, jetzt sind hier wirklich... Also ich meine, die schießen jetzt nicht gefühlt auf mich, aber... Die laufen auf jeden Fall einige rum. Unten ist noch einer. Oh, Verstärkung. Okay, das ist jetzt RIP. Da ist noch einer. Gib mir dein Bein. Ciao. Okay, warte, ich quickscope den weg hier hinten. Wo ist er? Der war doch da, oder? Hä? Hat sich dann... Hat nicht da eben jemand auf mich geschossen? Ich hau mir Panzerplatten rein. Oh, da. Geben fast down. Entspannt. Einfach durch die Kiste. Junge, wie die wegfliegen. Holy. Da vorne. Oh, war das knapp.
Haben wir. Okay, ich gehe mal hier runter. Also die, die jetzt gerade unten ankommen noch, mit Verstärkung oder whatever, die sind halt scheißegal. So, hier vorne ist mein Ziel. Irgendwo hier oben, denke ich mal. Ist das nicht basically Shipment hier, die Map? Nicht ganz, wa? Ich glaube nicht das erste Mal, dass wir auf einem Schiff sind. Bleib unauffällig. Okay. Nähere mich der Brücke für die Sender. Sie auf dem Tisch nach, da könnte sie sein. Hier? Sind wir hier richtig? Granatwerfer, ich kacke. Holy. Okay, ich hau mir erstmal hier die Panzerplatten rein. Alright. Junge, was? Kann ich das hier draußen platzieren? Oh ja, hier. Hier, 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 hier. War doch gerade irgendwo gültig. Hier. Ist das bescheuert. Zack. Jo. Du verteidigst mich, ja? Nee, warte. Kann ich es nicht so hinstellen? Ich würde es halt gern so hinstellen, dass es in die Richtung vom Schiff guckt, you know? Warte. Warte. Es geht, glaube ich, leider nicht so. Schade. Vielleicht, dann hier unten. Komm. Scheiß drauf. Boom. Also, wenn jetzt jemand kommt, ist er halt instant tot. Safe call. Okay. Ist hier vielleicht jemand drin? Sind auf jeden Fall einige Leichen. Alter. Erschossen beim Frühstück. Keine Spur von Überlebenden, nur Blutvergießen. Ist ja niemand, das Alter. Das waren Unschuldiger. Die Raketen sollten das verhindern, okay, und nicht herbeiführen. Hier sind auf jeden Fall Sachen. Manchmal. Ah. GPS-Sender in meiner Hand. GPS habe ich Rest, mit. Ich schicke dir die Daten von der Frachtliste. Was ist das? Gleich mit unseren Containernummern. Also ich bin hier, muss ich ehrlich sagen, okay, bisschen overwhelmed. Also ich habe halt wirklich das Gefühl, als würde ich gerade so eine kleine Multiplayer-Mission zocken. Wie ist dein Status? Wir halten sie auf, aber sie haben Verstärkung auf dem Weg zu dir. Ich kümmere mich um sie. Halt die Stellung, Alex. Ich brauche dich am Leben. Ich auch, Kilo. Echo Ende. Kilo an Shadow. Conny hat alle unsere Container gefunden und nimmt die mit. Verdammt. Diese Raketen haben wir verloren. Nur noch zwei Geschütz. Wenn sie die Raketen alle zum selben Ort bringen, kann ich sie noch orten. Ja, okay, wir hauen mal hier schön die Drohnennummer raus. Die haben dich wohl gefunden. Nein, haben sie nicht. Das Geschütz macht gerade richtig Arbeit, ne? Okay. Oh, moin. Hallo. Bleib außer Sicht. Conny ist auf der Jagd. Oh mein Gott, er hat sich so in die Luft gejagt. Wieso haben die mich jetzt entdeckt? Wer hat mich entdeckt? Schüsse. Zumindest jetzt gerade niemand. Boah, der hat echt ordentlich Rüstung. Ciao. Oh mein Gott. Okay, ich muss auf jeden Fall zu den Zielen dort. Ich denke mal hier unten. Ich komme hier runter jetzt hier. Oben? Ach, über mir auch noch. Muss ich hier hoch? Ich mach's einfach mal. Jo. Soll ich hier hoch? Scheint fast so. Wie komme ich denn jetzt hier hoch ohne Probleme? So, vielleicht hier rein? Jo, legit. Okay, dann gehen wir jetzt hier rüber mit dem Fallschirm. Jetzt entspannst du dich. Ich weiß jetzt auch gar nicht, warum haben wir denn nicht mitbekommen, oh hoppala, warum haben wir denn nicht mitbekommen, dass hier, warte, den erwischen wir, pass auf Leute, hallo, hiep, all good, all good. Hier vorne. Hier vorne ist noch so eine Kiste, ne? Glaube ich. Zack, zack. Bring den Sender an, Kilo, die Zeit läuft. Hier oben? Wo? Hier? Hier drin?
habe den anderen gefunden. Ah, ich glaube da oben drauf. Komme ich denn da jetzt rauf? Ach, hier. Wir klettern. Natürlich klettern wir. So, moin. Okay. Und jetzt? Alle Stationen. Ah, okay, ich habe einfach nur die Sender aktiv. Bestätigt. Du hast erreicht, was wir mussten, Fahrer. Das Übrige wird folgen. Das klingt nach mir. Echo, alles gehört? Laut und deutlich, Fahrer. Conny bricht auf. Sie haben, was sie wollten. Wir sind am Leben. Es ist noch nicht vorbei. Damn. Ja, weird. Okay, also komisch, legit, weirder Aufbau für eine Mission. Echo und Kilo. Das war jetzt irgendwie okay? Auch so sehr vorgegeben, so, wo man... Alles okay. Was findet? Roger. War jetzt auch nicht schwer irgendwie. Es waren halt so ein paar NPCs, die nicht wirklich Damage gemacht haben, ne? Leider. Kommander? Das solltet ihr nicht sehen. Ja, es ist bitter. Unsere Raketen dienten der Abschreckung. Frieden durch Stärke. Krieg findet immer einen Weg zurück hierher. Er war nie weg. Russland will dieses ganz Land. Kurz gucken. Sie kriegen es nicht. Und jetzt? Jetzt kriegen sie es volle Kanne ab. Die Container. Ich bin den Container hinterher, Abfahrt. Kümmer dich um die Toten und alarmier die Truppen. Ich muss aber auch sagen, die letzte Kampagne von COD fand ich richtig gut. Shadow Company. Die hat mir richtig Spaß gemacht. Sie wollen sicher auch mitmischen. Stimmt. Ich muss dringend jemanden kontaktieren. Okay. Also wir haben jetzt quasi die Container markiert. Und jetzt verfolgen wir die. Ja. Es wäre witzig, wenn man jetzt die ganze Zeit beide Seiten spielt. So scheint es jetzt gerade, ne? So, der Chef kommt an. С возвращением, Владимир. Ты создала для нас армию. Дело выгодное и правое. Kameraden, wir sind wieder vereint. Euer Einsatz, als ich fort war, und der Erfolg heute verdienen Zuspruch. In der Kasan. Ivan. Из-за того, что ты Dein Mangel an Vertrauen in meinen Plan hat uns wertvolle Zeit gekostet. Und Timing ist alles. Du musst zu deinen Fehlern stehen. Andrei. Доказал свою преданность. Ива, einfach weil Ivan einen kleinen Fehler gemacht hat, aus? Правая рука. Спасибо, командир. Meine Mitstreiter. Ich war nicht hier, aber ich war alle Zeit bei euch. Der Feind hat neue Macht an sich gerissen. Die ULF spielt man jetzt wirklich beide Seiten? Das wäre krank. Wenn man so weiß, stell mal vor, man ist in so einem Battle und kämpft dann die ganze Zeit. Die Bedeutung wahrer Macht zeigen. In diesem Kampf geht es um Der wirkt wie ein Tyrann. Eine Lüge fliegt, doch die Wahrheit kriecht daher. Kontrolliere, was Menschen glauben, und du kontrollierst die Welt. Das ist unsere Waffe. Und nutzen werden wir sie. Für russische Ehre. Für Russland. Das wahre Russland! Der Westen liebt Entscheidungen. Er hat nur eine Wahl. Er muss tun, was wir wollen. Jede Sekunde zählt. Krass. Als Makarov entkam, mobilisierte er seine Armee an mehreren Ich glaube, man spielt ihn nicht. Conny griff den Usikstan-Hafen vor Sonnenaufgang an. Fahrer war dort. Verletzt. Negativ. Ihr Team kämpfte, erlitt Verluste. Fügte Conny selbst Schaden zu. Mm. Sehr gut. Was war denn im Hafen? Eine Lieferung amerikanischer Raketen. Conny hat doch eigene Raketen. Ach, das waren wieder die vom letzten Mal, ne? Finden wir es raus. Ich verfolge Letztes Mal gab es schon solche Abschussrampen da. Du sagtest mehrere Fronten, Laswar. Gib uns ein Ziel.
Conny nähert sich in diesem Moment einem Atomkraftwerk in Urzikstan. Ist es noch aktiv? Nicht mehr seit dem Sieg der ULF über Barkov. Was ist dann dort? Ihr vier, sobald ihr könnt. Roger, Ghost und ich sehen uns um. Alright. Soap und Gas sichert den Perimeter. Wenn Makarov Nuklearwaffen will, müssen wir ihn stoppen. Verstanden. Dann legen wir mal los, Bravo. Also, der Typ ist jetzt in einem Atomkraftwerk. Eine Minute! Wir gehen rein. Machen Party. Halten ihn auf. Oder? Kiste ist bereit. Das ist unsere Ausrüstung, falls wir sie brauchen. Werden wir. Alright. Rampe! Jetzt wird gesprungen. 30 Sekunden. Okay, Ziehhöhe ist 2000 über dem Boden. Knappe Sache! Typisch für uns. Wir knappe Sache! Punkt. Check! Okay, Abfahrt. Ist das unsere Ausrüstung gewesen? Los! Okay, wer bin ich? Spiele ich heute Captain Price? Yo! Let's go! Offene Kampfmission, Waffenfreigabe. Watcher 1 Anfrage, Aufklärung am Himmel. Achtung, Conny hat drei Helis am Boden. Positionen sind durch Orange. Schon wieder so ähnlich, ne? Extraktionspunkte für das nukleare Material. Genau. Wo sind meine Leute? Sind die Primärziele. Zerstört sie, dann können wir diese Bedrohung eindämmen. Roger, übernehme Überwachung. Okay, ich habe keine Schalldämpfer. Ghost, hast du Strahlungsspitzen? Negativ. Alle Helis ganz sauber. Wir können Ladungen an ihnen anbringen. Okay. Jetzt haben wir jeweils okay gesagt. Also wir können jetzt hier mit Autos rumfahren? Oder was? Wir haben hier wieder diese ganzen an alle Bravo, denkt dran. Panzerplatten. Greif nur an, wenn es sein muss. Das kann ich jetzt übernehme nicht machen. Feindlichen JLTV. Warum gibt es dann diese Rampe? Wenn man direkt platzt, das macht ja gar keinen Sinn. Einfach gestorben. Sechs, greif Connys Helis an und wir begrenzen diese Bedrohung. Okay, also. Hier kommen wir nicht mal rein, ne? Hier vorne kommen wir rein. 7-1 gelandet. Lass erstmal gucken. Ich habe halt auch keine Schalldämpfer. Wären nicht Schalldämpfer mega klug gewesen jetzt? Sechs, du bist in der Nähe einer Palette. Du solltest dich ausrüsten. Ach, dein Maul. Nein, bin ich sechs? Sechs, da sind mehrere Conny beim Heli. Verstanden, dich erstmal. Okay. Bravo 7-1 in Position. Ich behalte mal lieber das C4. Äußerer Perimeter sicher. 0-7 bereit. Bravo bereit. Sechs, der Weg ist frei. So, jetzt habe ich Flaschen. Okay. Oh, damn. Soll ich jetzt hier erstmal so durch? Oder wie läuft das jetzt? Pass auf, da ist alles voller Korn. Hier ist noch das Ding. Ich habe einen Marschflugkörper gefunden. Das ist ein Schusterband, der hier nicht unterhalten wird. Ziel markiert, eure Marschflugkörper. War das gut? An alle, erster Heli erledigt. Gute Arbeit. Ich habe jetzt einfach den Heli mit so einer Rakete erledigt. Aber die wissen ja jetzt nicht, wo ich bin, oder? So. Ich war ja noch sneaky. Das Ding ist explodiert, ja. Aber die wissen doch jetzt nicht, wo ich bin. Die Explosion habe ich bis hier gespürt, Sex. Du kriegst Besuch. Geil. Captain, registriere. Ich renne hier einfach mal rüber. Oh, die wissen, wo ich bin. Ich fasse nicht. Negativ. Doch, hier. Okay, macht jetzt nicht so wirklich Sinn, warum, aber... Okay, ich hau mir mal Panzerplatten rein. Die kommen jetzt hier, oder? Scheiße. Wie entkomme ich denn jetzt hier von denen? Okay, den hole ich schnell mal mit einer Pistole. Äh!
Ja, das ist bitter. Aber irgendwann hätte ich ja... Irgendwann hätte ich ja eh alles zerstören müssen, oder? Verstärkung ist unterwegs zum zweiten Heli. Hier war doch noch einer. Moin. Okay, ich chill mal kurz. Ich habe aber leider keine Panzerplatten mehr. Okay. Alter, Shotgun ist einfach immer arschgeil. Okay. Aber so, ich bin ehrlich gerade. Ich check jetzt nicht so ganz. Zum Thema Feuerkraft. Ich check jetzt nicht so ganz, warum man. Oder warum das jetzt gerade so ist, wie die Kampagne aufgebaut ist. Das ist ja wie so eine. Ja, so eine Open-World-mäßige, weiß ich nicht, Warzone-Mission. Wisst ihr, was ich meine? Keine Bedrohung. Das ist ja nicht zu vergleichen mit den Missionen davor. Ich laufe wie so alleine rum. Ich habe keine Teammates. Und das war's. Und gehe hier halt so durch. Okay. Ey, wir lassen uns einfach... So, scanne nach Strahlung. Keine Veränderung, Roger. Ja, das ist zu geil. Boom. Ciao. Kann ich hier durch? Ja. Was immer Sie finden, weiter zum nächsten. Schön. Okay. Ich habe halt noch 12 Schuss mit dem Ding, ne? Oder mehr sogar. Richtig unnötig, einfach mit diesem Ding hier abballern, ey. Oh, hier ist was. Ist das? Ein offener Koffer einfach. Okay, never mind. So, hier haben wir noch eine Drohne. Einfach eine Drohne in der Kampagne? Why? Mein Gott. Na, hören Sie mal. Okay, ich mach erstmal hier hinten den Heli. Denke ich. Oder den hier? Hohoho. Schön in den Koppes. Na, wo machen wir den hier hinten? Komm, was soll's. Hier sind auf jeden Fall einige rechts drin. Hier ist noch eine Kiste. Aber Leute, das müsst ihr mir jetzt wirklich mal in die Kommentare schreiben. Es wirkt so, als... Als wären das so... Irgendwelche Maps einfach, weißt du? Ich bin ein bisschen verwirrt. Also wirklich jetzt. Hab noch einen Heli. Hoppala. Okay, erstmal kurz heilen. Alter, hier sind aber auch viele Gegner. Was war denn? Du bist eingekettet, Captain. Du musst da weg. Bravo, Achtung. Conny-Vögel sind mit Verstärkung. Alles gut, Headshots. Headshots. Geh mal hier hinter. Hab ich. Hab ich. Deckung. Okay. Ich setze dem Heli gut zu. Ah, okay. Und jetzt mache ich dem einfach ein bisschen Damage hier, oder? Ah, Tatsache. Der zweite Heli ist hier. Ciao. Nur noch einer. Den hat's zerrissen. Was ist denn los hier? Ja? Ist noch einer? Hä, wo? Da war noch so ein roter Punkt. Mehr können die kommen. Pass gut auf, Captain. Okay. Feind-Heli ist nah. Feind-Heli? Wo denn? Raketenwerfer auf den Dächern! Wie ist der gestorben? Also ich habe gerade mehr Fragen als... Okay, ja, das war bitter. Das war wirklich bitter. Gab's einen Checkpoint? Oh, ich hoffe, es gab einen Checkpoint. Vielleicht nach dem zweiten Mal zerstören? Das wäre jetzt bitter, würde ich alles nochmal von vorne machen müssen, oder? Nein, ich will hier nichts bearbeiten. Junge, ich will einfach zocken. Kann ich bitte rein? Ich muss alles nochmal neu machen! Greif diese Helis an, Sex. Was immer Conny sucht, muss am Boden bleiben. Gut, dann würde ich das jetzt machen. 7-1 gelandet. Heli gesichtet. Bestätigt, Sex. Das ist dein Ziel.
6, da sind mehrere Conny beim Heli. Verstanden, Roger. Das hat ja jetzt nicht geklappt. So, ein Heli down. Dann würde ich sagen, bevor ich jetzt ewig fighte, hau ich einfach ab, oder? Einfach erstmal hier lang. Dann zum nächsten Heli. Oder? Macht jetzt für mich ein bisschen mehr Sinn, tatsächlich. Gerade zumindest. Und die Drohne nehmen wir mit. Negativ. Aber Conny auch nicht. Also, ein bisschen weird alles. Dranbleiben und rausfinden. So eine riesen Map, einfach gefüllt mit irgendwelchen NPC-Gegnern und go. Werde schwer beschossen. Raketenwerfer! Bravo, Achtung. Conny-Vögel sind in Verstärkung. Wo sind überhaupt meine Teammates? Was ist mit meinen Teammates? Du bist eingekettet, Captain. Du musst da weg. Okay, da schießen wir erstmal rauf. Noch ein Heli. Okay. All good, all good. Hör mal auf. Du hörst jetzt mal auf da oben. Okay, Sekunde. Amber. Amber. Fast geschafft. Ich wollte gerade sagen, kann der mal bitte down gehen. Okay, zweiter Heli down. Okay. Was ist das? Ich auch. Okay, das ist cool. Aus den Bären gereicht direkt. Wer von ihr ist direkt hier? Okay. Gut, dann gehe ich jetzt hier einfach mal weg. Nein, 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 nein. Wo ist meine Waffe? Hier. Ey, 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 ey. Jetzt chillen wir mal kurz, okay? Oh. Oh, ich bin so low. Sie sollten inzwischen im Reaktor sein. Kein Strom. Die Türen sind versiegelt. Ich sehe dafür, dass es so bleibt. Okay, ich hau einfach mal rein. Muss hier mal, glaube ich, weg. Okay. Alright. Dann gehen wir jetzt zum nächsten und jagen den auch in die Luft. Oh Mann. Bravo 6, Achtung. Da ist ein gepanzerter Conny-Heli über dir. Alles gut? Ein gepanzerter Heli? Nein, 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 alles gut. Guck mal, nicht mal hier unten kann man rein. Also, ich bin noch nicht so überzeugt von der Kampagne bisher, Leute. Das wirkt alles irgendwie ein wenig lieblos zusammengekleistert, bin ich ehrlich. Da fand ich bei der letzten Kampagne das ein bisschen ausgeklügelter und schöner. Letzten Heli entdeckt. Verstanden, auf. John, gepanzertes Fahrzeug mit montiertem MG auf dem Weg zu dir. Alle Ziele zerstört. Gut gemacht, 6. Achtung, Bravo 6. Conny hat den Reaktor gedreht. Du musst dahin. Der Kampf ist noch daraus. Alles gut. So, wenn hier jemand. Alles gut, alles gut. Ey, 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 alles gut. Wir suchen nicht mehr und kommen in deine Richtung. Gefunden. Nein. Aber wie soll man denn da sneaky durchgehen? Muss ich jetzt wieder von vorne anfangen? Wenn ich jetzt von vorne anfangen muss, ne? Gott. Less. Okay. Ich verpiss mich hier. Alles gut. Also gefühlt geht man gerade zumindest hier einfach nur durch und... Hupa! Okay, das war blöd. Alles gut, Leute, alles gut. Es ist halt alles so unbedacht. Bei der letzten Kampagne war alles so hardcore dynamisch und gut gemacht. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß nicht, letztes Mal hatte ich bei jedem Clearen von einem Haus. Entschuldigung, ich habe gerade nicht nachgedacht. Ich habe auch schon wieder mit denen hier falsch
bei jedem Clearen von einem Haus, ne, wenn ich durch da Häuser durch bin und da gekämpft habe, es hat sich so immersiv angefühlt. Jedes Mal. Und hier bin ich jetzt seit 3 Missionen einfach nur am Umlaufen. Und Massen. Und ich zerstöre einfach unverhältnismäßige Massen von Gegnern. You know? Das ist halt schon. I don't know, ich weiß nicht. Jetzt haltet ihr mal die Fresse hier. Von wo? Oh mein Gott. Muss ich hier durch? Achso, hier muss ich rein. Okay, Signal ist jetzt gone. Ein Heli über dir in der Luft. Beim Reaktor. Lässt seine runter. Wir haben was gefunden. Sie haben sekundäre Extraktion. Wir müssen sie aufhalten. Okay. Moin. An alle Stationen. Conny schafft Kanister aus dem Reaktor. Ich kann den nicht mal heimlich ausschalten? Warte mal. Oder hätte ich einfach mal... Guck mal, das möchte ich jetzt mal ganz kurz ausprobieren. Ich gehe mal von dem hinten ran und hau dem einfach mal von hinten auf den Kopf. Ich glaube, in MW2 gab es da richtig kranke Animationen immer. Wie man den so sneaky ausschalten. So sneaky ausschalten konnte. Achtung, Bravo 6. Okay, ich mache mir mal ein paar Panzerplatten rein. Hier rein. Okay. Boom. Ja, jetzt entspannst du dich. Geh mal durch. Yep. Station. Conny schafft Kanister aus dem Reaktor. Negativ. An alle Bravo. Feiert auf diesen Heli. Holt ihn runter. Oh fuck. Oh, haben wir es kaputt gemacht? Können wir den ausschalten? Können wir den ausschalten? Nee. Wir haben es nicht geschafft, oder? Alle Stationen. Conny extrahiert Chemiewaffen. Oh, shit. Conny hat das Gas im Heli. Conny, wer ist denn Conny? Conny. Scheiße, Conny hat das Gas. Hier ist 6. Okay, wo Reaktor ist versiegelt. Bin eingeschlossen. 6, laut Aufklärung. Jetzt muss ich einfach überleben. In Deckung, Captain. Wir sind unterwegs. Hier ist Muni auf jeden Fall. Kommen hier noch welche? Conny war nicht hinter nuklearem Material her. Oh, damn. Chemikalien rausgelangt. Oh. 6, oh. Ich sehe Verstärkung. Das Gas kommt. Bravo, wie ist der Status? Boah, komm ich da oben überhaupt ran, Alter? Greif nach dem Seil. Oh, scheiße, ist hier drin. Ja, ich bin dabei. Yeet. Wo ist das Seil? Hier ist das Seil. Nee, okay, geht nicht. Ja, Bro! Ich war am Seil, du Arsch! Entschuldigung. Ja, naja, was soll ich sagen? Jetzt entspannst du dich erstmal, wir machen das sofort weiter, ja? Ich nehme nochmal die Schrot. Ja, Sekundärwaffe kann ich vielleicht die hier mitnehmen, oder? Ja. Oh, jetzt bin ich wieder hier vor. Mann. Hier rein. Ich knall jetzt direkt alles ab. Direkt. An alle Stationen. Okay, ich. ey, wir reden nicht drüber, okay? Ich will zumindest diese. Ja, ich sehe es. Drücke doppelt, um. Ja, ich glaube, ich baller eher. Ich baller erstmal. Ja, ist okay, ich hab's verstanden. Ist das hier die Schrotflinte? Tatsache. So, pass auf. Unterwegs zum Reaktor. Werde noch angegriffen. Feindlicher Heli über dir in der Luft. Ein Reaktor. Lässt Seile runter. Verstanden. Alles Bravo beim Reaktor zusammen. Wir haben sekundäre Extraktion. Wir müssen sie aufhalten. Lass mich rein. An alle Stationen. Conny schafft Behälter aus dem Reaktor. 6. Kannst du den Inhalt sehen? Oh mein Gott. Negativ. An alle Bravo. Feuert auf diesen Heli. Holt ihn runter. Oh mein Gott. Ist er noch... Ne, okay, das passt, ne? Der lebt noch. Okay, ein paar schafft er. So. Ist hier noch jemand? Ne, hier ist alles down.
Alright. Verfluchte Scheiße! Wahrscheinlich dann hier oben, ne? Ja, ja, ja. Conny extrahiert Chemiewaffen. Conny hat das Gas im Heli. Wir verlieren Alright. Sie. Watcher, kannst du sie orten? Bin dran, ich glaube, dann kamen hier oben welche, da. Jetzt 6. Reaktor ist versiegelt. Bin eingeschlossen. 6. Laut Aufklärung betreten von die Leute des Reaktors. Oh. Bleib in Deckung. Wir sind auf dem Weg. Hier oben. Alles klar. Schön, jetzt noch die hier oben. Habe ich. Noch der hier. Das Gas kommt. Bravo. Sie ist Oden. Okay, hier ist das Seil. Hab ich. Oh, Gott bless. Wer ist er? Oh mein Gott. Servus. Oh, fuck, Alter. Mir geht's gut, oder? Ja. Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht ist mein Gesicht ein bisschen... Und was jetzt genau passiert, meine Damen und Herren, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich werde es durchspielen, okay? Bisher finde ich es ein bisschen wacky. Also ich habe jetzt vor allem mit der Leistung vom letzten Jahr super viel erwartet, beziehungsweise mich sehr darauf gefreut. Jetzt hatten wir zwei Missionen, die sich sehr geähnelt haben. Einfach ein großes Ding mit, oh, geh dahin, zerstör das, geh dahin, sammel das, mach das. Und überall sind Gegner. Finde ich ein bisschen schade, vor allem, weil sie beim letzten Mal, bei der letzten Kampagne, so ultra viele coole Missionen hatten. Aber let's see, vielleicht überraschen sie mich noch. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.